Die Krawallnacht von Frankfurt, sie beschäftigt noch immer Deutschland und natürlich vor allem die Polizei. Es gibt jede Menge Videos und Aufnahmen von der Nacht am Samstag. Wie dieses hier, das eine blonde Frau im blauen Minikleid zeigt. Sie soll ein Glas in Richtung Polizei geworfen haben. Das Material ist riesig. Immer mehr Videos tauchen auf, denn natürlich heutzutage halten Augenzeugen immer wieder mit dem Handy drauf. Wie viel Arbeit das für die Polizei bedeutet und wie sehr das überhaupt hilft, das möchte ich jetzt besprechen mit Thomas Mohr. Er ist mir live zugeschaltet, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Mannheim. Herr Mohr, heutzutage hat jeder ein Handy dabei, hält dann auch oft drauf, wenn er etwas sieht. Das sind unzählige Videos und Aufnahmen, die dann von der Polizei bearbeitet werden müssen. Wie lange dauert so etwas? Also es ist in der Regel so, dass das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, weil die Polizei stellt ja dann auch immer ein Portal zur Verfügung, wo Zeugen dann selbst gedrehte Videos hochladen können. Und da ist auch eine Ermittlungsgruppe dann, wie gesagt, wochenlang beschäftigt, die auszuwerten. Aber wir sind froh darum, dass es solche Videos gibt, weil die auch tatsächlich den Tathergang und auch sehr oft die Täter dadurch ermitteln. Wie schwer ist es denn in solchen Handyaufnahmen, oft verwackelt, oft dunkel, dann tatsächlich bestimmte Täter zu identifizieren? Gibt es da bestimmte Techniken, die genutzt werden, oder gucken sich die Beamten dann die Videos einfach nach und nach an, so wie man das auch zu Hause machen würde? Also es gibt natürlich auch technische Möglichkeiten. Da möchte ich im Detail jetzt auch nicht drauf eingehen, weil es auch zur polizeilichen Ermittlungsarbeit gehört. Aber es ist ja tatsächlich so, dass es in der Regel sehr gute Aufnahmen sind, weil auch die Videokameras in den Handys sehr hochwertige HD-Qualität liefern, auch wenn es jetzt dunkel ist. Aber natürlich schauen auch unsere Ermittlerinnen und Ermittler genau drauf und werten in, wie gesagt, sehr diffiziler Kleinarbeit dann diese Videos aus und können auch Personen zu Straftaten zuordnen.